Endlich. Ich habe wirklich Besseres zu tun, als meine Zeit hier zu vertrödeln. Da haben wir was gemeinsam. Warum wollen Sie mich denn unbedingt sprechen? Gibt es Probleme mit Friedrich? Er ist misstrauisch. Er hat mir eine Falle gestellt. Kein Wunder. Wenn Sie so dämlich sind und sich belauschen lassen. Also. Wie oft wollen Sie mir das noch vorwerfen? Friedrich Stahl ist nicht dumm. Ich tauche plötzlich aus dem Nichts auf, schieße aus Versehen auf ihn und kümmere mich anschließend um ihn. Jedem vernünftigen Menschen käme das komisch vor. Nicht, wenn Sie Ihre Sache gut machen würden. Das tue ich. Deshalb habe ich mich der Polizei gestellt. Ja, um Ihnen Sicherheit zu wiegen. Ich dachte, Sie sollten das wissen. Dann hoffen wir mal, dass Ihre falsche Identität wirklich wasserdicht ist. Ist sie. Trotzdem sollte die Sache jetzt schneller vorankommen. Das wäre ganz sicher nicht die richtige Taktik. Ich muss mir Zeit lassen, ihn langsam überzeugen. Ja, Gott, Sie sollen einfach nur eine Affäre mit ihm anfangen. Das ist aber nicht so einfach, wie Sie sich das vorstellen. Friedrich zu verführen? Glauben Sie mir, nichts ist einfacher als das. Entweder ich tue es auf meine Art oder gar nicht. Übertreiben Sie es nicht. Meine Geduld hat ihre Grenzen. Ist das eine Drohung? Nicht doch. Nur vergessen Sie nicht, was für Sie auf dem Spiel steht. Dachte, du schläfst schon. Der Gedanke an dich hat mich wachgehalten. Und wie geht's Mila? Schläft, selig und süß. Wir haben also den Rest des Abends für uns. Das sollten wir ausnutzen. Sie ist nämlich die ganze Woche bei uns. Tatsächlich? Mhm. Und mein Vater und Charlotte sind einverstanden. Wir sind jetzt fast so was wie eine normale Familie. Du, dann sag ich ihr noch mal schnell gute Nacht. Dann wacht sie doch wieder auf. Außerdem habe ich mir jetzt erstmal einen Kuss verdient. Tut mir leid, ich bin müde. Morgen wird ein anstrengender Tag, du weißt doch, die Rugby-Mannschaft. Umso wichtiger ist es, dass du dich mal ein bisschen entspannst. Patricia, ich kann das gerade nicht. Verstehe. Dann frage ich wohl besser nicht nach, wo du heute Nachmittag ewig warst. Ich habe dich nämlich gesucht in der Küche. Träum süß von Sophie. Patricia ist... Ach so, ganz wichtig. Champagner für die Sissy Suite. Und 25 gelbe Rosen. Auf gar keinen Fall rote, das ist der ausdrückliche Wunsch der Eheleute. Sie feiern Silberhochzeit bei uns. Das war's dann erstmal. 25 Jahre Ehe muss man erstmal schaffen. Wenn man sich liebt. Du bist immer noch sauer, oder? Vielleicht habe ich überreagiert. Es stimmt übrigens nicht, dass mir unsere Ehe nichts bedeutet. Patricia. Ich sollte wahrscheinlich nicht so gegen deine Schwester sticheln. Ja, es ist albern und es tut mir leid. Nein, mir tut's leid. Du hast es einfach nicht verdient, dass ich dich auch nur eine Sekunde vernachlässige. Wer bin ich, dir zu widersprechen? Ich wünsche mir wirklich, dass wir eine richtige Familie sind. Deshalb muss ich dir was Wichtiges sagen. Oh, ist das nicht ein bisschen schwer? Ach, geht schon. Warum lassen Sie sich denn nicht von den Pagen helfen? Ach, die haben andere Sachen zu tun. Außerdem bin ich ja fast da. Ich schaff das schon. Das sehe ich. Das Ding ist einfach so unhandlich. Wären Sie so lieb und würden mir vielleicht helfen, das hoch? Natürlich. Danke. Ach was, lassen Sie uns den noch zusammen in Ihr Atelier tragen. Noch darf ich erheben. Rückenprobleme? Nein, nein. Niklas hat mir nur eben gesagt, dass er so schnell wie möglich ein Kind mit mir will.